Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen weiter an unserem Jägerdeck. Ich habe jetzt noch nichts dran verändert. Es gäbe sicherlich noch ein paar kleine Verbesserungen. Vielleicht könnt ihr in den Kommentaren dann noch ein bisschen was reinschreiben, was man noch direkt dran verbessern kann, damit es für Anfänger recht passend ist. Nichtsdestotrotz sind wir eigentlich schon auf einer recht netten Stufe da damit gelandet. Ist jetzt selten oben direkt Rexha gegen Anduin. Und wir spielen das Licht wird den Sieg bringen. Doktor. Lass die Jagd beginnen. Unsere Stadthand sieht bescheiden aus. Tierbegleiter ist immer recht nett. Feendrache ist natürlich nett. So. Erste Runde. Wir können noch nicht. Mal rein, was wir haben. Und wir hätten ein Fass, kann man immer gut gebrauchen. So. Ist zwar alles nicht so pralle gewesen, aber hier. Was zum Beispiel. Gut, nächste Runde. Priester haben keine Chance. Ihn treffen. Das war's. Kann er mit seinem Dreier nicht rausnehmen. Jetzt haben wir hier Doppelfass. Ist jemand verletzt? Die gute Klerikerin. Und wir kriegen einen Lass die Hunde los. Nein. Hier sind 4 Schaden drin. Sie hat 5. Das war's. Das heißt, bringt ihr rein gar nichts. Die ist natürlich ein perfekter Tank gegen Priester. Das Dingo! Ja! Und er nimmt einen rein. Bringt nur nicht viel, weil er muss natürlich was drauf hab. Und legen wir bei 20. Steht damit jetzt natürlich auf 3. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. So. Dann nehme ich. Gebt mir eine Quest rein, um zum herauszulocken, dass er vielleicht mir die Karte wegnehmen möchte. Quest fehlgeschlagen. Jetzt wieder alles ein bisschen offener. Und wir spielen locker runter. Stehen auf 12. Das Dingo! Ja! Er spielt Schildmeister. Wir haben heute echt einen. Niemand kommt an mir vorbei. Das war's. So. Es liegen 6 Schaden auf dem Board. Nochmal 2 sind 8. Er spielt einen Icewind Yeti. Da brauchen wir noch nicht irgendwie was zum Spielen, beziehungsweise ich spiele einen. Ich nehme ihm seinen Yeti weg, damit wir... Ich bin unbesiegbar! Und wir haben einen Matchball, wenn bei ihm jetzt nichts passiert. 6, 8
Schaden. 2 und mein Buzzer. Und nochmal ein Eis. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Jetzt fängt er an, ein bisschen zu waffen. Reicht's uns, um's fertig zu machen? Wir haben 4 Schaden, 5, wir brauchen nur 2 Schaden, das heißt entlang. Einlassen. Hoffen noch, dass wir irgendwas Schönes bekommen. Und bekommen hier noch mal. Hör zum Austritt! Ich bin unbesiegbar! Gut gespielt! Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Verbesserungen habt, dann schreibt mir diese bitte in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abonnement bzw. einen Like freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.